So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sun Goes the Musician. So, in der letzten Folge konnten wir rausfinden, dass Dr. Leitner tatsächlich was mit Serena hatte, allerdings ein Jahr bevor sie gestorben ist. Und im Chat zwischen Dr. Leitner und uns hat sich dann Serena zu Wort gemeldet und gesagt, die Wahrheit möge dir vergeben. Oder wie auch immer, irgendwie sowas in der Richtung, den Satzlaut weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Aber damit hat sie bestätigt, dass er die Wahrheit gesprochen hat. Und Dr. Leitner so aus den Rennen ist, Kinder. Ich denke nicht, dass er was mit dem Mord an ihr zu tun hat. Denn hatte aber Dr. Leitner ominöserweise noch eine Affäre mit Chiara, die er aber wohl den Tag zuvor beendet hat. Mal krank sind irgendwie scheiße, ne? Ja. Oh, jetzt hab ich verschluckt. Die er einen Tag zuvor beendet hatte. Und, ja. Sie total fertig war, sich natürlich darüber ärgerte, sich geschämt hatte, aber die Gruppe weiß jetzt darüber Bescheid. Und, ja, lass uns loslegen, ne? Mal gucken. Wie gesagt, wann werden wir wohl diese Episode zu Ende spielen? Ich weiß das nicht. Spannend, spannend. Schlecht, wenn ich mich verschluckt habe und muss solche Sachen reden, ne? Leute, schlechte Nachrichten. Serenas Akt ist leider nicht online archiviert worden. So wie ich dich kenne, hast du doch einen Plan B. Wo sonst werden denn solche Akten aufbewahrt? Im Keller irgendwo. Und um das rauszufinden, hast du so lange gebraucht? Hier im Keller. Das ist, glaube ich, so ein Ding für Professor, ne? Herr Krüger. Oh, was war denn das? Henry, die Frage ging wohl an dich. Ja. Üblicherweise in der Asservatenkammer. Ja. Ach, die Selbstmordakte. Oh, jetzt bin ich langsam. Na klar. Also was? Ja. Ja, also Chiara ist blond, ne? Ja. Genau. Das kann ich dir kurz erläutern, Chiara. Alle Originaldokumente werden in der Akte abgelegt. Diese erhalten die Staatsanwaltschaft. Die Führung einer Fallakte erfolgt jedoch immer doppelt. Eine identische Kopie verbleibt dabei in einem gesonderten Raum des Präsidiums. Und dieser Raum nennt sich wie, Chiara? Aktenraum? Fast richtig! Ja. Komm, wir machen den. Den finden wir gut. Aktenraum. Entschuldige, Chiara. Aber in dem Fall kann ich leider nicht anders. Aktenraum, das ist gut, das ist witzig, finde ich gut. Jetzt hört auf, euch ständig über Chiara lustig zu machen. Ja, Cedric, dass du das sagst, ist ja kein Wunder. Danke, Cedric. Tut mir leid, Chiara, lasst uns einfach beim Thema bleiben. Werden diese Akten auch 15 Jahre aufbewahrt? Ja. Auch 100 Jahre. Na, das glaube ich. Doch, ich glaube schon. Die werden echt lange aufbewahrt, ne? Davon gehe ich stark aus. Nach und nach werden ältere Fallakten zwar archiviert, aber ein Selbstmord wird dabei kaum Priorität haben. Okay, ich erfasse das dieses zusammen. Das ist ja, ich weiß nicht, was man da zusammenfassen muss. Ich verstehe, ja, okay, er macht das schon. Wie ein bisschen also an diese Akte kommen, die sich in einem gesicherten Raum befindet. In einem Polizeirevier, in dem es nur so von Polizisten wimmelte. Zum Glück, stimme vor, wenn Feuerwehrmänner drin. Und dessen Hauptkommissare und sehr die auf den Giga hatte. Ja, ich sehe nichts mehr als seine Kinderspiele. Warte mal, Tomji hat doch Kontakt zu Strassers Sohn. Was? Nein, hab ich. Nein. Ja, hab ich. Du meinst Timon?
Ach, herrje. Genau, den sollte doch auch daran gelegen sein, dass sein Vater geholfen wird. Stimmt, dass sein Vater kurz vor einem Nervenzusammenbruch steht, soll Timon ja inzwischen mitbekommen haben. Gute Idee, Yannick. Wenn ich ehrlich bin, glaube ich nicht, dass er damit spielt. Ja, das glaube ich nämlich auch. Aber für ein Tütchen Dope, ich glaube, da würde er alles tun, wa? Oder? Ja. Das denke ich schon, der grüne Mensch. Sich auch so. Ich könnte meinen süßen Po drauf verwetten, dass Timon da nicht mitspielt. Bitte tu das nicht. Wäre schade drum. Ja, den hat er ja schon an Dr. Leitner verwettet. Oder hat sie an Dr. Leitner verwettet. Sing positiv. Ja. Tomji, mach das schon. Ist das so? Jetzt kommt Elke wieder. Übrigens, meine Oma ist auch Elke, ne? Ja, die Oma. Und was machen wir anderen währenddessen? Bekommst inzwischen richtig mit der Angst zu tun. Das Geistermädel. Ich sehe auch so. So. Er spricht so. Mai, entschuldige, Tessa. Ich meine natürlich Sarina. Okay. Kein Thema. Das ist nicht mehr meine Schwester. Sarina hätte uns das niemals angetan. Tja. Ich muss Elke zustimmen. Hab's satt, hier nur rumzusetzen und auf unseren Tod zu warten. Wir haben als Anhaltspunkt immer noch das Krankenhaus. Ihr könnt versuchen, mehr über Sarinas Studienzeit zu erfahren. Ihr könnt noch weiteren Hinweisen auf Geistervideo suchen. Geistervideo, ich meine, wie oft will man sich diese Scheiße noch angucken? Aber es hat sich ja permanent irgendwas geändert, ne? Wäre vielleicht mal interessant, da reinzuschauen. Und wie, du Schlaumeier? Sei nicht so, ja? Alter, hab ich mich erschrocken. Bibiu. Jonathan, warum so schweigsam? Du gibst doch sonst überall deinen Senf dazu. Sorry, ich bin an etwas anderem dran. Oh, wie sich denn alle gleich melden, ne? Alter, was soll das denn wieder heißen? An was anderen? Das werdet ihr erfahren, wenn ich Gewissheit habe. Jonathan. Jonathan, ich bitte Sie, das ist nicht der richtige Zeit für Alleingänge. Die richtige Zeit. Der Prof hat recht, Jonathan. Wir sitzen alle im selben Boot. Ja, ganz die Tolle, ist ja jetzt hier aufgegangen. Hey, du fette Sau. Sieh zu, dass du dich wieder meldest und hilf mal den anderen. Jonathan. Hey, ich weiß, ist jetzt kein guter Zeitpunkt. Aber ich brauche dringend einen Rat. Okay, mache aber hin. Lass hören. Mir geht der Scheiß mit Chiara aus und Leitner nicht aus dem Kopf. Ich komme damit gerade nicht klar. Ja, musst du wohl. Mein Gott, dass der Mescal sie so derb verarscht hat. Chiara hat das nicht verdient. Du hast sie wohl echt gern, wa? So sentimental kenne ich dich doch gar nicht. Und wieso erzählst du mir das? Ja, warum? Jetzt kommen wir zum Rat. Du musst wissen, schon seit dem ersten Semester, als ich das erste Mal sah, war ich sofort verknallt in sie. Ja, das ist so mit den Mädels, ne? Wenn ich ehrlich bin, ist sie mit einem Grund, warum ich den ganzen Scheiß hier durchstehe. Ich weiß, es hört sich wirklich bescheuert an. Ja, das tut es wirklich. Nein, tut es nicht. Cedric, Mensch. Danke für deinen Zuspruch.
Ja, was erwartest du? Du kennst Kiara doch von allen am besten. Ihr beide seid doch gut befreundet. Ich hoffe so sehr, dass du mir einen Rat geben kannst. Ja, was denn für ein Rat? Was willst du hören, Junge? Junge! Nee, das geht so einfach nicht. Jetzt, da ich eh nicht mehr viel zu verlieren habe. Mann, die will dich doch nicht. Meinst du, ich sollte ihr endlich gestehen, was ich für sie empfinde? Ja, mach das, mach dich ruhig zum Affen. Du hast ja, wie gesagt, nichts mehr zu verlieren. Mein Gott, Junge, die hat doch schon oft angedeutet, dass sie überhaupt nichts von dir will, Mann. Das ist jetzt wirklich der falsche Zeitpunkt, um Liebesgeschenke. Komm, hau raus. Mach dich zum Affen. Ich find's gut. Ich find's gut, ja. Ja. Was, wenn sie mir einen Korb verpasst und ich wie ein peinlicher Idiot da stehst, wirst du? Dann kannst du sie eh nicht ändern. Das tust du eh schon. Das würde ich am liebsten schreiben. Ne? Ja, komm. Wie Teenager, ne? Mhm. Mit 15 war ich auch so. Dankeschön, du bist mir echt eine große Hilfe. Scheiß drauf, ich mach's. Bitte in der Gruppe. Vielleicht haben wir nur noch wenige Tage zu leben. Ich möchte diese Ungewissheit nicht mit ins Grab nehmen. Ich drück dir die Daumen. Wird schon schief gehen. Halt mich auf dem Laufenden. Komm, wird schon schief gehen. Komm, geht schon schief. Ja. Schön. Ja. Liebe Apokalypse. Für uns ist es ja eine Apokalypse. Danke und viel Glück bei deinem Gespräch mit Timon. Ach ja, das habe ich ja ganz vergessen. Da war ja noch was. Moin Timon. Ich bin's mal wieder. Wir haben einen Anschlag auf dich vor. Ich habe eine große Bitte an dich. Den findet er gut, den Affen findet er witzig. Der ist ja immer so voll gekifft, der Typ. Sorry, mein Alter hat mir verboten, jeglichen Kontakt mit euch. Hey Mann, es ist wirklich wichtig. Hör dir doch bitte kurz an, worum es geht. Es geht um deinen Vater, Timon. Sorry, ich hab da voll keinen Bock auf diese kranke Sekte. Ja, ich. Warte, du hast sicherlich mitbekommen, dass dein Vater letzte Zeit merkwürdig ist. Verhält er sich. Das tut er. Mhm. Ja, er hört irgendwelche Stimmen und sieht komische Dinge. Ja, neue Scheiß-Sekte seid da schuld, dass mein Vater leider den Nerven verliert. Das ist es nicht. Dieses Geistervideo hat dein Vater mit einem tödlichen Fluch belegt. Wenn das jemand so erzählt, dann denkst du, ja, alles klar. Mhm, alles klar. Und um diesen zu brechen, benötigen wir eine Akte, die in der Asservatenkammer liegt. Du musst uns nur helfen, an diese Akte zu kommen. Du rettest somit nicht nur unser Leben, sondern auch das deines Vaters. Komm, das ist ein Abenteuer, Timon. Und da findest du jede Menge Drogen. Ihr habt doch alle Vollschlag. Wie krank seid ihr denn? So viel kann ich nicht kiffen, dass ich euch den Mist abkaufe. Zieh mich nicht in euren illegalen Scheiß herein. Lass mich in Ruhe, oder ich erzähle dir alles, mein Vater. Du musst doch nicht mehr tun, als dir mir den Schlüssel zu geben. Dein Vater wird nichts davon erfahren. Versprochen. Okay, vergiss alles, was ich dir geschrieben habe. Was ist denn das schon? Nein, heißt es. Hört doch mal. Macht euer creepy Shit alleine. Danke für nichts, Arschloch. Bitte, Timon. Schon okay, hab's verstanden. Du hättest auch was gut bei mir. Mal gucken, was denn das bedeutet. Nichts wahrscheinlich. Sieh eine. Oh.
Hey, ich war da Abend bei Marie noch. Und? Wie spät ist es bei euch gestern geworden? Bist du wieder zu Hause? Wir haben einen Film angefangen, aber sind mittendrin eingeschlafen. Verdammte Kacke, ich mach mal, glaube ich, mein Handy leiser, ne? Ich weiß auch nicht, wer jetzt was von mir will hier immer. E-Mails, immer nur E-Mails. Versprich mir, dass du nicht lachst. Ich glaube, Marie spukt es. Hä, wieso, was war das denn? Du glaubst doch nicht wirklich an so etwas. Lea, es gibt für alles eine logische Erklärung. Zum Beispiel, man guckt sich erst ein Video an über ein Geistermädchen und dann kriegst du einen Anruf und dann taucht sie erst auf, genau. Da bin ich mal gespannt auf deine Erklärung. Ja, okay, kann ich dir gleich erzählen. Hau raus. Marie hatte mir im Laufe des Abends beiläufig erzählt, dass bei dem Film Der Exorzist die Dämonen immer um 3 Uhr erscheinen. Ja? Weiß ich gar nicht mehr so genau. Dann sind wir schlafen gegangen und ich bin durch laute Atemgeräusche wach geworden. Direkt gegenüber von mir stand diese blöde Funkwecker, der in roten Leuchtenzahlen 3 Uhr nachts anzeigt. Ja, schön. Oh, guck mal. Davon hat sie gleich direkt ein Bild gemacht. Das war ganz sicher nur Zufall. Allein bei den Gedanken kriege ich eine Gänsehaut. Das ist ja unfassbar. Warte mal, macht er so ein Gen-Smiley? Ja. Verschlechtert. Ja, was erwartet sie denn da? Ich bin ja noch nicht fertig. Hör mir doch mal zu. Plötzlich zog sich meine Bettdecke zurück. Zentimeter für Zentimeter. Ganz langsam. Mein Körper war gelähmt vor Angst. Nichts sagen. Hm? Bist du dir ganz sicher? Vielleicht war es für das Marie. Ich befürchte, ich muss dir etwas sagen. Es gibt für alles eine logische Erklärung. Nein! Ich habe allein im Gästezimmer geschlafen. Dachtest du. Und dann, es war so grausam. Dann sah ich sie. Wen? Bam, 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 bam. Direkt vor mir und starrte mich mit ihren dunklen Augen an. Dunkle Augen in dunklen Zimmern in der dunklen Nacht? Wow, wie kann man das denn sehen? Ein Hund! Oh, verzählt. Ja, da würde ich erstmal richtig kuscheln. Bella, ihre Hündin. Haha, ich bin so witzig, ne? Ja, total. Sie lag wohl die ganze Zeit am Fußende und ich habe sie nicht bemerkt. Fuck, du jagst mir gerade richtig Angst ein. Das bedeutet Rache. Sag ich doch, sowas lässt sich immer erklären. Ja, damit kannst du uns nicht schocken. Was ein Söldenwuffel, ne? Du glaubst nicht, wie leichter ich war. Ja. Und da habe ich wieder gemerkt, wie sehr du mir fehlst, Tom G. Ach, jetzt geht's da schon wieder los. Ja, dann ist es ja okay. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen darf. Ich liebe dich. Sogar das Geistermädchen ist da erschrocken, Serena. Serena hat sich da so... Was? Okay. Nicht dein Ernst, jetzt einfach aufzugehen. Na, vielen Dank, Lea. Dann antworte ich eben später darauf. Das willst du jetzt nicht ernsthaft so stehen lassen. Nicht sagen. Na, vielen Dank, Lea. Dann antworte ich eben später darauf. Ja, Gott sei Dank ist sie offline gegangen. So, nochmal ganz kurz die frohe Botschaft mitteilen. Ich hatte recht, Leute. Timon hat mich abblitzen lassen. Ja, Satz mit X. Timon droht, seinen Vater von unserem Plan zu erzählen. Wenn Dummheit knallen würde, wäre Timon... das ist gut. Dann wäre bei Timon das ganze Jahr Silvester. Wobei, durch Corona gibt es dieses Jahr kein Silvester. Bei einigen Städten, glaube ich, ne? Er ist jetzt ebenfalls der Überzeugung, wir wären alle eine durchgeknallte Sekte. Cool. Shit, und jetzt? Ja.
Wie können wir denn sonst an die Kammerschlüssel kommen? Vielleicht mit einem 3D-Drucker. Oh, hat er einen? Das geht? Dafür brauchst du aber den richtigen Schlüssel. Nein, Kira. Jonathan versucht nur krampfhaft witzig zu sein. Hä? Fand ich nicht witzig. Zerfix, da müssen wir ohne die Akte weiterkommen. Oder ich spreche mit dem fähigen Herrn. Den Timon, ich schaff das bestimmt. Ja. Nimm's mir nicht übel, Elke. Aber das lassen wir besser. Was? Monster, nett? Ah, meinst nicht. Elke, du bist der Knüller. Wer ist das denn? Hi, ich bin Emilia, Timons Schwester. Ich habe von meinem Bruder gehört, dass ihr in die Asservatenkammer wollt, um an irgendwelche wichtigen Informationen zu kommen. Ich habe mich entschlossen, euch zu helfen, meinen Vater zuliebe. Wow. Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Licht daher. Da bin ich wieder. Sorry, du warst auf einmal weg. Ja, also du bist Timons Schwester? Du willst uns wirklich helfen? Was für ein dödes Mädel. Die ist aber klein, ne? Wie alt mag sie sein? 14? Ich wollte gerade sagen, ist das nicht, aber nein, ist sie nicht. Ja, das möchte ich meinem Vater zuliebe. Mein Bruder hält euch zwar für verrückt, aber ich weiß, dass ihr es nicht seid. Das heißt, du glaubst uns? Erstmal alles hinterfragen, natürlich. Ja, auch wenn es mir schwerfällt. Timon hat mir von diesem Geistervideo erzählt und dass es jeden 7 Tagen tötet, der es sich angesehen hat. Ja. Mein Vater hat es auch gesehen und er macht nun wahrscheinlich das gleiche durch wie ihr. Ja, das gleiche wie wir? Wie meinst du das? Dann ist er also auch in Gefahr. Genau davor habe ich Angst. Er ist kaum mehr, schläft nicht. Führt nach Selbstgespräche und sieht Dinge, die nicht da sind. Ich möchte einfach nur, dass es ihm wieder gut geht. Wir versuchen wirklich alles, damit es bald aufhört. Mit deiner Hilfe können wir es schaffen. Okay. Ich habe mitbekommen, dass sie in die Asservatenkammer bist. Ja. Als Kind habe ich dort immer Verstecken gespielt. Ist ja schön, was man so als Kind in der Asservatenkammer macht. So zwischen Skeletten, Waffen und Drogen. Papa wusste natürlich nichts davon. Nee, ist ja klar. Ich habe mich entschlossen, euch zu unterstützen, damit ihr diesen Albtraum ein Ende bereiten könnt. Ich werde euch zeigen, wie man da unbemerkt reinkommt. Danke, Emilia. Ich füge dich kurz unsere Gruppe hinzu, damit wir alles besprechen können. So, dann lass uns mal ganz kurz Emilia dazu machen hier. Okay. Ich habe super Neuigkeiten. Timons kleine Schwester will uns in die Asservatenkammer führen. Zack, überall erstmal den Chatverlauf weiterschicken. Endlich mal wieder gute Nachrichten.
Nach der Pleite mit Dr. Leiter dachte ich wirklich, dass alles vorbei ist. Aber wer geht mit Hermine in die Kammer des Schreckens? Fragt Dumbledore persönlich. Moment. Das ist nicht witzig. Doch, eigentlich schon. Es ist witzig. Vielleicht sehe ich ja wirklich nachher irgendwann mal so aus. Hast du nichts Besseres zu tun, als meine Fotos zu manipulieren? Ja, siehste. Was ein hübscher Bengel, ne? Das ist ein hübscher Typ. Ja. Es ist ein. Aber den finde ich witzig hier. Okay. Ich gehe freiwillig hin. Die letzten Tage war ich überhaupt nicht nützlich. Nee, weil du Liebeskummer hattest. Und irgendwie fühle ich mich immer noch so schuldig wegen der Sache mit Sebastian. Nenn ihn bitte Dr. Leitner. Es ist, also Leitner, siehst du, Dankeschön. Dann brauchst du aber einen starken Mann an deiner Seite, der dich beschützt. Ja. Da komme ja nur ich in Frage. Ja, das stimmt, da hat er recht. Super Idee, dann verhaften die uns schon, bevor wir das Revier überhaupt betreten. Das stimmt auch. Ich brauche keine persönlichen Bodyguard. Ich kann gut alleine auf mich aufpassen. Sollte Henry nicht besser dabei sein? Der fällt auf, ne? Er war ja mal Cop. Für mich klingt das nach einem keinen so guten Plan. Lass mal, ich finde, ihr beide wärt das perfekte... Nein. Warum sollen wir ihn in die Richtung schubsen? Oder die beiden in die Richtung schubsen? Wir sagen einfach mal nichts. Und das Nichtsagen wurde sogar gelesen. Vielleicht schreibe ich ja hin, Nichtsagen. Wenn ich das verlassene Haus überstanden habe, wird das hier wohl kein Problem sein. Nee, das sind aber Cops. Ja. Und ich möchte auch nicht dein Bodyguard sein, Chiara. Ich fühle mich nur besser, wenn ich dabei bin. Ach, Cedric, manchmal kannst du echt süß sein. Ich glaube, er sucht einfach den Moment, ihr das zu sagen, ne? Von wegen, ja, Chiara, ich übrigens hab voll Bock auf dich. Ich muss Ihnen sagen, dass ich diesen Plan absolut nicht gut heiße. Warum nicht? Sie brechen eine Polizeiwache ein. Ja, das ist doch geil. Abgesehen davon, dass dies hochkriminell ist. Ja? Kann ein Scheitern auch fatal für uns alle sein. Wir haben aber keine andere Wahl, Prof. Ich werde jetzt Emilia die Gruppe hinzufügen. Sie erklärt alles Weitere. Okay. So, dann fügen wir sie nochmal schnell hinzu, wenn wir denn... Ja. Achso, das müssen wir nochmal absenden vor. So. Bab. 0-4-0-9-9-2. Zip. Okay. So. Da wäre sie, Talat. Also, Kinderchen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Es hat diesmal echt witzig Spaß gemacht und wir werden uns weiter sehen, denke mal, wenn ich Zeit habe. Hoffentlich morgen. Und danke fürs Reinschalten und auch schaltet beim nächsten Mal wieder rein. Bis zum nächsten Mal und ciao.